Monaten September und Oktober haben wir aus Anlass des 50. Jahrestages der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962 die Predigten über dieses besondere Ereignis nicht nur der Kirchengeschichte. Es gab gerade in den letzten Tagen einige Veranstaltungen auch hier in Hamburg, wo auch Nichtkatholiken sich damit beschäftigt haben, dass dieses Konzil, diese Versammlung, damals sie über 3 Jahre hinweg in Rom stattgefunden hat, tatsächlich so etwas wie ein weltgeschichtliches, ein kulturgeschichtliches Ereignis war. Eigentlich auch das erste Ereignis der Globalisierung. Zum ersten Mal eine solche Versammlung in solcher Größe mit Menschen aus allen Kulturen. Bei 96, 97, 98 oder 99% Zustimmung, wenn man das so hört bei einer Versammlung, dann denkt man vielleicht noch an Lukaschenko, der kriegt das, glaube ich, in Weißrussland heutzutage noch hin. Früher war das unter kommunistischen Diktaturen gang und gäbe, hat man Abstimmungen gemacht mit solchen Ergebnissen. Nun, 96, 97, einmal 99 und gar darüber hinaus Prozent Zustimmung gab es auch bei der Schlussabstimmung zu Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Deswegen liegt der Verdacht vielleicht nahe, dass es dort auch so lief, dass ein paar Leute im Vorhinein schon festgelegt haben, was als Ergebnis rauskommen soll. Und dann ist da diese riesige Versammlung von über 2200 Bischöfen aus aller Welt und die sind dann nach Rom gekommen, um das, was vorbereitet war, abzunicken. Könnte man sich so vorstellen. Interessanterweise war es aber nicht so. Obwohl es gab wahrscheinlich Leute, die sich das doch so vorgestellt hatten. Die hatten die vorbereiteten Dokumente, wo sie alles das reingeschrieben haben, von denen sie dachten, das war in der katholischen Kirche schon immer so. Zumindest kennen wir das immer schon so. Und da sollen die Bischöfe mal kommen und das abnicken, da passiert nicht viel mehr. Haben sie gedacht. Manche, die in Rom in diesen Vorbereitungsausschüssen waren. Und dann kamen die Bischöfe zusammen und haben miteinander gebetet, den Petersdom gefüllt in einer unbeschreiblich großen Aula, dann angefangen darüber zu diskutieren und zu sprechen. Und eigentlich alle Vorlagen, die davor von den Beamten in Rom so gut vorbereitet worden waren, wurden erstmal vom Tisch gewischt, entweder komplett verworfen oder ganz grundlegend umgestaltet. Und es ist ein Prozess in Gang gekommen, wo unheimlich viel gerungen und gestritten wurde. Zwischendurch waren die Bischöfe ja auch wieder für viele Monate zu Hause in ihren Heimatdiözesen. Auch dort haben die Leute sie gefragt, was macht ihr da in Rom, was sind die Themen, haben dort mit den Bischöfen diskutiert, Theologen waren beteiligt, man kam wieder nach Rom, es gab dramatische Augenblicke. Und dennoch, oder vielleicht deswegen, stand am Ende eine solche eindrucksvolle Mehrheit, ein solches Zeugnis, dass am Ende vor allem bei den großen dogmatischen Konstitutionen, fast ganz wenigen Ausnahmen Einmütigkeit der Bischöfe aller Welt zustande kam. Was bedeutet das? Die Frage könnte eigentlich heißen, können wir uns auf den Heiligen Geist verlassen? Bei so einer Unternehmung? Können wir darauf verlassen, dass dann, wenn wir als Christen zusammenkommen und frei und ernsthaft und aufrichtig auf Gottes Wort in der Heiligen Schrift hören, miteinander beten, miteinander ringen, auch Konflikte zulassen, aber dranbleiben und dem Glauben vertrauend aufeinander und auf Gottes Geist, könnte es dann sein, dass wirklich Gott bei seiner Kirche ist, wo wir als Christen so miteinander unterwegs sind? Als Konzil der Weltkirche, als Bischofsversammlung in Deutschland, vielleicht auch in einer Gemeinde wie unserer. Könnte es sein, dass dort, wo wir ganz bewusst uns nicht separat stellen und meinen, was wir heute denken, das sei das A und O und vor uns seien alle Idioten gewesen, sondern darauf vertrauen, dass Gott durch die Geschichte hindurch sein Volk Israel und das neue Israel der Kirche führt und leitet und seinen Heiligen Geist schenkt, dass wir uns darauf ja nicht verlassen, aber darauf vertrauen können, dass es nicht eine beliebige Versammlung ist, wo wir als Christen zusammenkommen, wenn es denn wirklich ein Hören auf das Wort Gottes ist, ein Hinschauen auf die Zeit, ein Vertrautsein damit,
wie Gott im Lauf der Geschichte spricht, werden wir auch dann heute eine solche Offenbarung erleben, dass Gott uns sich zeigt und zeigt, wo es lang geht. Es gibt eben zwei große Dokumente dieses Konzils, die sich dogmatische Konstitutionen nennen, also wirklich Lehre der Kirche verkünden wollen. Und eine von diesen beiden handelt von der Offenbarung. Und der erste große Satz in diesem Dokument heißt: Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren. Also nicht irgendetwas mitzuteilen, dass Gott denkt, naja, was müssen wir jetzt den Menschen mal erzählen, damit sie mehr wissen. Und dann eine Liste von Informationen zusammenstellt, die irgendjemand inspirierend eingibt, dass ins zwei Buchdeckel gepackt und zur Erde geschickt wird. Sondern, dass Gott sich selbst zeigen möchte. Dass ich einem anderen, dem ich gegenübertrete, nicht sage, ich schreibe dir mal auf, was du an Informationen haben musst, und gebe ihm einen Zettel rüber oder schicke eine E-Mail oder eine SMS, sondern, dass ich mich selbst zeige. Etwas, man sagt auf Deutsch so schön, preisgebe von mir selber. Gott hat in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren. Indem das Konzil nochmal geschaut hat, was finden wir eigentlich in unserer christlichen Tradition über Offenbarung, mit all den Diskussionen, die es gerade auch im Zusammenhang mit der Reformation gab, hat es, bevor es auf diese Details einging, erstmal geschaut, was ist eigentlich Offenbarung? Und gesagt, Offenbarung ist für uns Selbstmitteilung Gottes. Gott gibt etwas von sich selbst preis. Und in gewisser Weise, Gott gibt sich selbst preis damit. Gott sendet uns nicht irgendwie aus unendlicher Ferne einen Text, sondern Gott kommt in unsere Nähe, in unsere Gegenwart. Steht am Anfang nicht der Text, sondern am Anfang steht die Begegnung, die lebendige Begegnung. Bis hin zur lebendigen Gegenwart Gottes in seinem Sohn, in dem er unter denen sein will, die nach seinem Bild geschaffen sind, unter uns Menschen. Das heißt, der Ort der Offenbarung, wo ist die Offenbarung Gottes? Ist nicht zwischen zwei Buchdeckeln, sondern Ort der Offenbarung ist dort, wo Menschen Gott begegnen. Klingt wie ein hoher Anspruch. Aber der lebendige Gott will dem lebendigen Menschen begegnen und nicht in tote Buchstaben eingesperrt sein. Also braucht es für Offenbarung Menschen. Braucht es Menschen, die hören, die bereit sind zu der Begegnung, Menschen, die sich aufmachen für diese Begegnung und bereit dafür sind. Deswegen ist für mich ein ganz zentraler Ort von Offenbarung die Heilige Kommunion, in der Gott sich mitteilt und in der es uns Menschen braucht, die Gott empfangen, das Amen sprechen und Gott in uns aufnehmen. Und genauso ist eine Alltagssituation, in dem uns ein Mensch begegnet, der uns als Nächsten braucht. Ort der Offenbarung. Denn ausdrücklich hat Jesus gesagt, in dem Geringsten, dem du dich als Nächster erweist, dort bin ich gegenwärtig. Dort findet Begegnung mit Gott statt. Dort teilt sich Gott mit, dort ist Offenbarung. Es kann also ganz verschiedene solche Orte der Offenbarung geben. Ja, es ist jede Verkündigung der Heiligen Schrift, wenn sie hier vorgelesen wird. Es ist ein Ort der Offenbarung. Es ist, wenn Christen zusammenkommen, alleine für sich die Bibel lesen, das, was sie verstehen und was sie berührt, miteinander teilen in Bibelkreisen. Es meditieren in Exerzitien. Ort der Offenbarung. Die Liturgie, dass wir in unserer Heiligen Messe wieder so viel aus der Bibel lesen und hören, das ist eine Frucht des Konzils. Davor wurde deutlich weniger in katholischen Gottesdiensten aus der Bibel gelesen. Heute sind es sogar mehr Schriftlesungen als in den allermeisten evangelischen Gottesdiensten. Offenbarung. Sie findet statt
in der Lebenswelt von Menschen ist nicht eine einseitige Aktion Gottes. Offenbarung hat also eine Geschichte, weil wir Menschen eine Geschichte haben. Individuell, aber auch miteinander als Glaubensgemeinschaft und Volk Gottes haben wir eine Geschichte. Und das ist der eigentliche Hintergrund, um an die große Frage dann zu gehen, die ja vor allem zwischen evangelischen und katholischen über die Jahrhunderte diskutiert war. Wie ist eigentlich das Verhältnis von der Offenbarung Gottes in der Heiligen Schrift, in der Bibel? Da steht doch Gottes Wort drinnen. Und der Offenbarung, die gelebt und erlebt wird in der Geschichte und Tradition der Kirche. Wie verhalten sich die beiden zueinander? Sie kennen vielleicht das berühmte Schlagwort der Reformation, sola scriptura, nur die Heilige Schrift. Es war gesprochen gegen den Versuch zu sagen, neben der Bibel gibt es sozusagen als unabhängige Quelle des Glaubens und der Offenbarung noch einmal das kirchliche Lehramt. Nein, nur die Heilige Schrift. Sola Scriptura, sagt die Reformation. Das klingt so klar, ist es aber nur scheinbar, weil es übersieht, dass ja die Bibel, wie wir sie in der Hand haben, ja schon Frucht einer Geschichte ist. Die Bibel ist ja nicht das Erste, sondern das Erste ist die Begegnung von Menschen mit Gott, besonders in Jesus Christus. Das Werden des Glaubens in einer kirchlichen Gemeinschaft mit den Aposteln in der frühen Kirche. Und daraus ist die Schrift entstanden. Und auch die Frage, was zur Schrift dazugehört, ist ja entstanden dort, wo Christen miteinander das gehört haben, darüber gebetet haben und die Erfahrung gemacht haben, ja, da sehen wir Gottes Gegenwart. Und sich gewehrt haben gegen die Versuche anderer zu sagen, nein, das gehört nicht dazu. Und auf die Art und Weise der Kanon der Heiligen Schrift entstanden ist. All das ist Geschichte, Begegnung einer lebendigen Gemeinde und Kirche mit dem lebendigen Gott. Es gab sowohl vor dem Konzil wie während dem Konzil und manchmal auch noch heute Stimmen, die gesagt haben, gegenüber diesen Sola Scriptura müsse man doch jetzt eine klare katholische Gegenposition formulieren. Also sagen, nein, es ist nicht die Schrift allein, sondern es ist eben gleichwertig auch noch die Tradition und das kirchliche Lehramt. Wenn man die Geschichte dieses Dokumentes, die Werbung anschaut, haben einige sehr stark dafür gefochten. Und was heute vor uns liegt in diesem Dokument, wird von manchen verspottet als Kompromiss. Weil in der Tat hat das Konzil sich nicht auf eine solche Formel festlegen lassen. Ja, es hat sehr klar gesagt, die Kirche und das Lehramt stehen nicht über der Bibel, sondern dienen der Schrift. Aber gleichzeitig ist eben von diesem Kern her, dass Offenbarung immer Begegnung mit dem lebendigen Gott bedeutet, ganz oft und in neuen Anläufen versucht worden zu beschreiben, dass es eben um mehr geht als nur ein Buch, das wir haben und dessen Besitz schon alles als klares Ergebnis bringen würde. Es ist immer auch ein sowohl als auch. Das Offenbarungsgeschehen, das endet nicht dort, wo der letzte biblische Autor einen Punkt gesetzt hat und die Buchseiten zusammengeklappt und jetzt haben wir Gottes Offenbarung beieinander, sondern im Gegenteil, dort beginnt es in gewisser Weise erst. Weil Offenbarung hier stattfindet, dort wo Menschen, lebendige Menschen, das Wort hören und sich damit auseinandersetzen. Und dieses ausgewogene, sowohl als auch diesen Konzilsdokument, wo gerade Paul VI. Als Papst damals Wert darauf gelegt hat, dass nicht eine Mehrheit, eine Minderheit überstimmt, sondern wir die Fragen, wo wir verschiedener Meinung sind, auch offen lassen können, hat dafür gesorgt, dass wir ein sehr, ich finde, sehr ansprechendes Dokument und eine sehr gute Lehre der Kirche vor uns haben. In diesem Dokument des Zweiten Vatikanums, die am Schluss mit 99,6%, ich habe es mal ausgerechnet, 2200 Ja und 4 Nein-Stimmen zustande gekommen ist. Und damit hat das Konzil sehr viel bewirkt. Denn noch vor 50 Jahren war es unter Katholiken keineswegs üblich, daheim eine Bibel zu haben oder gar drin zu lesen. Bibelkreise in katholischen Gemeinden gab es kaum. Im Gottesdienst wurde selten aus der Bibel gelesen, häufig nur aus Latein. In Exerzitien hat die Bibel deutlich weniger eine Rolle gespielt. Ja, die Bibel ist dadurch wieder bei der katholischen Kirche populär geworden und angekommen. Aber zugleich hat das Konzil uns zurückverwiesen auf die eigene Glaubenserfahrung. Wir können die Frage, wo Offenbarung ist, nicht beantworten, damit, indem wir auf ein Buch zeigen, sondern
Wir müssen uns auf die Suche machen, wo Gott sich in meinem Leben offenbaren und zeigen will. Und wie das steht im Zusammenhang der Tradition der Menschen, die vor mir geglaubt haben, der Gemeinschaft, der Kirche, was man die Tradition nennt. Letztlich sind wir damit verwiesen auf unsere Hoffnung und unser Vertrauen, dass Gott selbst seinem Heiligen Geist auch heute wirksam und erfahrbar ist. Dass wir das nicht abgeben müssen an andere, sondern dass wir uns einlassen können auf diese Begegnung und Beziehung, dass wir miteinander hören, miteinander das Wort Gottes sozusagen im Ohr auf die Zeichen der Zeit schauen, auf Menschen, die uns begegnen und gesellschaftliche Entwicklungen, die auch Spuren Gottes in sich tragen können. Miteinander Fürbitte halten und beten und das Lob Gottes singen, das ist es, wo Offenbarung stattfindet. Amen.